Spätestens seit dem Pferdefleischskandal wissen wir, wie schwer es ist, Lebensmittelbetrug strafrechtlich zu verfolgen. Und dieser Betrug nimmt zu. Da ist es natürlich in Deutschland nicht immer ganz einfach, dass wir hier ein föderales Prinzip haben. Und so fordert Berlin jetzt einen gemeinsamen Aktionsplan mit Bund, Ländern und den entsprechenden Behörden, um diesem Lebensmittelbetrug wirksamer und effektiver begegnen zu können. Hier im Landeslabor Berlin-Brandenburg wird täglich geprüft, ob Produkte auch das halten, was sie versprechen oder was sie per Auflagen erfüllen müssen. Diese Kontrollinstanz ist deswegen so wichtig, weil der Verbraucher in den meisten Fällen nicht nachvollziehen kann, ob, wie zum Beispiel hier das Olivenöl, auch wirklich reines Olivenöl ist oder mit anderen Produkten verschnitten wurde. Wenn er sich für teures Öl entscheidet, muss er darauf vertrauen, dass es das auch wert ist. So kommt es auch nur äußerst selten vor, dass es von Seite der Verbraucher Anzeigen gibt. Das Landeslabor untersucht im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung regelmäßig Stichproben unterschiedlichster Produkte. Die Proben bekommen wir von den Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämtern. Und die Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämter ziehen die Proben nach einem risikoorientierten Probenplan. Was heißt das? Das heißt, bei dieser risikoorientierten Probenplanung gehen verschiedene Faktoren ein. Da schaut man sich eben an, die Beanstandungen, unter anderem die Beanstandungen der letzten Jahre, Hygienefaktoren vor Ort, wie oft verzehren wir als Verbraucher dieses Produkt und welche Ernährungsrelevanz finden wir vor und viele, viele andere Faktoren. Das ist ja hier nur eine Auswahl davon. Gut, dann haben wir hier heute besonders das Olivenöl angeguckt. Ist es so, dass Sie dann quasi von jedem Anbieter eine Stichprobe nehmen oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist sehr individuell. Das wird immer in Absprache zwischen dem Labor, warenspezifisch, mit den Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsämtern abgestimmt. Unsere Probenpläne, unsere Probenanforderungen und dann bekommen wir eben gerade insbesondere deswegen Risikoorientierung auch aufgrund von Beanstandungen und Erfahrungen der letzten Jahre Risikoprodukte und auch eben dann vielleicht den einen oder anderen Hersteller mehr. Oder wobei wir eigentlich eher Anforderungen an das Produkt spezifizieren. Und auf was wird dann zum Beispiel das Olivenöl genau untersucht? Da wird es ja sicher unterschiedliche Untersuchungen geben, die dieses Öl durchläuft. Also grob, wenn wir uns Produkte anschauen, das ist bei allen Produkten, haben wir einmal einen sensorischen Teil und einen analytischen Teil. Das heißt, der Prüfleiter, hier in dem Fall beim Öl, der Spezialist für das Olivenöl, schaut sich einmal die Sensor oder prüft nach der Sensorik, eben Geschmack, Aussehen, Geruch. Und legt auch aufgrund verschiedener Faktoren, unter anderem auch aufgrund der sensorischen Faktoren, einen Prüfplan fest und stellt dann auch noch Frische- und Güteparameter fest, mithilfe von verschiedenen Analysemethoden. Und was passiert dann, wenn Sie Abweichungen feststellen? Wenn wir Abweichungen feststellen, dann schreiben wir eine Beurteilung, eine Sachverständigenmeinung und geben diese Sachverständigenmeinung weiter an die uns einsendende Behörde, an die Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, wenn wir am Beispiel Berlin bleiben, des entsprechenden Bezirks. Und der Bezirk hat dann die entsprechende Verantwortung darüber, hier Maßnahmen einzuleiten. Dafür sind wir als Untersuchungsdienstleister nicht zuständig. Von den gut 27.000 Lebensmittelproben im Jahr 2015 wurden 13% beanstandet. Verbraucherschutzsenator Thomas Heilmann betonte, dass es sich bei den Betrugsfällen vor allem um falsche Etikettierung handelt, da hier das Entdeckungsrisiko geringer ist, als wenn eine Gefährdung der Gesundheit vorliegt. Wenn wir das Beispiel Olivenöl nehmen, billiges kostet 2 Euro den Liter, teures 30 Euro. Und wenn ich das jetzt sozusagen verschneide, mische, pansche, dann habe ich wahnsinnige Gewinnspannen. Manche Täter übertreiben es, weil sie so viele Ware in Verkehr bringen, dass das auffällt. Aber eben viele machen es in so einem Umfang, dass es schwieriger ist zu entdecken. Und deswegen wollen wir jetzt die Arbeit intensivieren, um diesen Tätern auf die Schliche zu kommen. Wie sieht jetzt genau Ihr Vorhaben aus? Also wo werden da Defizite aufgegriffen und etwas vorangebracht, dass es einfach leichter ist, diesem Lebensmittelbetrug zu begegnen? Wir begegnen der Sache von zwei Seiten. Die Europäische Union hat nach dem Pferdefleischskandal ein europäisches Netzwerk initiiert. Daran nimmt hier das in Berlin sitzende Bundesinstitut BVL teil. Wir wollen jetzt sozusagen von unten, von der Länderebene, die Zusammenarbeit verstärken. Wir wollen Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Wir wollen das Netzwerk zwischen den deutschen Akteuren enger schnallen, damit mehr Leute im Netz aufgehandelt werden und die Leute auch stärker abgeschreckt sind.
Was heißt das konkret? Dass zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal Olivenöl, dass das dann auch zentral geprüft wird mit Stichproben und nicht in jedem Land einzeln geprüft wird? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich stelle mir vor, dass wir hier weiter im Landeslabor 120 Proben nehmen, dass wir das aber besser international oder national erstmal abstimmen, weil diese Marken ja typischerweise auch in ganz Deutschland zur Verfügung sind, sodass der Teppich oder das Netz, mit dem wir fischen, enger geknüpft ist und wir schneller uns gegenseitig warnen und die Hersteller wissen, dass sie erwischt werden, wenn sie versuchen zu betrügen. Und diese Schwerpunktstaatsanwaltschaften würden sich dann auch allein fokussieren auf solche Delikte? Ja, es lohnt sich immer. Sie sehen das ganz aktuell an den arabischen Clans oder auch an dem großen Bordell, dass wenn wir Schwerpunkte einrichten, dass dann früher oder später wir die Menschen erwischen. Sie müssen sich das wie im Fußball vorstellen. Wenn sie so richtig Druck machen wie Bayern München gegenwärtig, dann fällt halt irgendwann das Tor. Und so ist das auch bei den Ermittlungen. Sie wissen nie so ganz genau, wann es passiert. Aber irgendwann passiert es dann. Heilmann, wie sieht es da überhaupt mit den Sanktionen aus? Denn ich habe das Gefühl, dass die Konsumenten meinten, nach diesem Pferdefleischskandal ist irgendwie überhaupt nichts passiert und eigentlich gar keiner belangt worden. Na, im Konkreten sind die Betrüger in Holland zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Netz war jetzt vor allen Dingen in den Benelux-Staaten und Deutschland war nur Auswirkung, oder hatte nur die Auswirkungen zu spüren. Und wir haben in Europa dieses Netzwerk gegründet und haben eben auch viele kleine Optimierungen hier in Deutschland gemacht. Jetzt werden wir auf der Verbraucherschutzministerkonferenz diese Woche in Düsseldorf von Berlin einen Antrag haben, wie wir das Netz noch enger führen. Ich bin auch sehr froh, dass im Vorfeld eigentlich alle Länder signalisiert haben, sie machen mit. Ich meine, es ist ganz, ganz interessant, denn auch dieser Aspekt zeigt wieder, dass das föderale Prinzip, was vielleicht in einigen Dingen gut ist, aber in all diesen Bereichen, die mit Kriminalität zusammenhängen, doch eher aufgehoben werden muss, eben durch solche Aktionen. Ja, da die Täter zunehmend international operieren, ist unser Ländersystem, hat natürlich auch da Schwächen, aber ich glaube nicht, dass wir den Föderalismus deswegen aufgeben, aber wir müssen diese Nachteile kompensieren und eben besser zusammenarbeiten. Das versuchen wir. Herr Heilmann, kurz zum Schluss. Gucken Sie sich eigentlich immer ganz genau an, was Sie kaufen und was da drauf steht, was Sie essen? Das hängt ein bisschen vom Produkt ab. Bei Wein ganz sicher, bei Olivenöl auch, bei manchen Produkten ehrlich gesagt weniger. Das sagen natürlich auch die Verbraucherschützer ganz oft, dass ja auch diese Grenze oft so schwammig ist. Ja? Also dass schon suggeriert wird auf der Verpackung, dass zum Beispiel das Produkt aus einer bestimmten Region kommt, es aber gar nicht aus der Region kommt, aber das sozusagen in der Begrifflichkeit liegt, wie man das verkauft, dass man sich da sozusagen noch in der Grauzone bewegt und das gar nicht strafbar ist. Ja, sind diese berühmten Fälle. Ist es jetzt Schwarzwälder Schinken oder ist es Schinken, der nach der Methode des Schwarzwalds gebraut wird? Das ist das Reinheitsgebot beim Bier. Da gibt es eine ganze Reihe von Abgrenzungsfragen, natürlich auch sehr viele Interessen. Und deswegen kommen wir da nicht so schnell voran, wie wir sollten. Aber wir sind schon wesentlich besser geworden. Schnell vorankommen will der Verbraucherschutzsenator mit dem nationalen System zur Bekämpfung des Lebensmittelbetrugs. Einen entsprechenden Antrag wird das Land Berlin und gemeinsam mit Bayern und Rheinland-Pfalz bei der Verbraucherschutzministerkonferenz in dieser Woche in Düsseldorf einbringen. Eine länderübergreifende Zustimmung gilt als sicher. Allerdings müssen dann auch noch die Innen- und Justizminister mit ins Boot geholt werden. Ziel ist es, das System bis Ende des Jahres noch umzusetzen.